Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir wollen heute noch ein bisschen sprechen über das PvP-System und wie findet ihr das Wurstsystem, genau. Wie findet ihr das PvP-System? Ganz ehrlich, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, denn ich ändere meine Meinung wirklich alle 5 Minuten. Das kann man gar nicht glauben, also das ist wirklich so. Am Anfang waren natürlich alle gespannt, als sie gehört haben, PvP ist angekündigt, das Feature, worauf sich jeder freut, was lang erwartet wurde von jedem Einzelnen. Leute haben schon gesagt, ich will endlich mein Team zusammenstellen, ich will endlich antreten, oh, ich will da Ligen kämpfen, ich will da Turniere bestreiten, da ist so viel möglich, mein Gott, da haben sie sich die Haare rausgerissen und die konnten nicht abwarten. Und dann kam das PvP-System, ich gleich frühs aufgestanden, die ersten Kämpfe gemacht mit Crazy O noch, habe gedacht, wow, das ist ja richtig cool, weil ich habe alle Kämpfe gewonnen gegen ihn, habe mich richtig gefreut, habe gedacht, das macht Spaß, bis ich herausgestellt habe, dass ich die Kämpfe natürlich nur gewonnen habe, weil er gar nicht kämpfen konnte. Der hatte nämlich seine Uhr nicht auf automatisch gestellt. Da hat es Probleme gemacht im PvP-Modus, sprich, er konnte drücken, wie er wollte. Sein Monster hat nicht angegriffen. Mir wurde nicht mal Schaden abgezogen, gar nichts. Und seins ist einfach in die Knie gegangen, war weg. Das nächste, die ganze Zeit. Er hat sich dann so aufgeregt darüber, was das für ein Mist ist, so ein Dreck. Und er hat die Nase voll, hat mir dann auch Memos gemacht. Die habe ich damals in das Video mit reingepackt, PvP-System endlich da und Bug vs. Bug statt Player vs. Player, Bug vs. Bug habe ich es auch liebevoll genannt, weil das eben noch so viele Probleme hatte. Aber gut, es war eigentlich sein eigener Fehler, dass er seine Uhr nicht auf automatisch stellt, sollte man ja immer machen, sonst hat man auch Probleme mit dem Rauch oder Probleme mit der Meltan-Box. Da müsst ihr euch nicht wundern, wenn dann nichts rauskommt. Aber dann ging es weiter, denn es hat mir ja viel Spaß gemacht, dachte ich, dann habe ich ein paar andere Kämpfe gemacht und wie so oft habe ich begonnen und habe verloren. Meine ersten Kämpfe, die ich danach gemacht habe, die waren viel kniffliger und brutaler. Da bin ich klanglos untergegangen und ich habe kein einziges Match mehr gewonnen. Habe gedacht, oh mein Gott, wie nervig ist das denn? Das macht ja überhaupt gar keinen Spaß, weil Leute sind ja immer so bestrebt, wenn was gut läuft, finden sie es gut. Wenn was nicht gut läuft, finden sie es sofort scheiße. Wenn man Erfolg hat, dann lobt man das. Wenn man Misserfolg hat, dann hat man generell was dagegen. So leicht ist das natürlich. Das sind halt Menschen wie du und wir. Aber dann habe ich meine Freude wieder daran entdeckt, dank ISWO. Nachdem ich also viele Sachen verloren habe und einfach nur noch gesagt habe, gut, dann lass halt kämpfen für die 3 Belohnungen, habe das Handy dann einfach nur noch hingelegt, habe machen lassen. Ah, das erinnert mich an was. Habe das Handy einfach hingelegt, habe machen lassen und ja, das war eigentlich kein Thema mehr. Ich habe gedacht, die Luft ist raus, komplett, keine Ahnung, macht keinen Spaß mehr, ist gar nicht so krass, wie man dachte. Dann kam ISWO, dann haben wir immer Matches gemacht, gerade auch als er hier war und ich auf dem Sofa gegangen habe, neben ihm. Und er sein Team ausgewählt und ich mein Team ausgewählt und man hat wirklich da gesessen und gedrückt, wie ein Bekloppter auf dem Handybildschirm rumgemacht und immer, ah! Total ausgerastet und mitgefiebert und ist wohl dann auch, toll, was soll die Scheiße? Ist auch richtig abgegangen, hat sich da richtig rein versetzt in das Geschehen. Und warum machst du das? Warum kämpfst du schon wieder? Warum ist deine Attacke schon wieder voll? Warum? Ah! Und da ging das immer zu, das hatte aber was, das war lustig einfach. Nicht, wenn einer aus der Ferne schickt und du sitzt einfach nur da, drückst dein Ding, sondern ihr habt nebeneinander gesessen, habt dann gekämpft. Das war richtig cool, auch die Emotionen mitzuerleben und das Geschehen direkt drumherum. Das war lustig, deswegen macht PvP mit Freunden in eurer Umgebung. Da könnt ihr das beobachten, das ist spaßig, das sage ich euch. Wir haben dann so auch kleine Competitions gemacht und gesagt, wir kämpfen jetzt nur mit Startern oder wir kämpfen mal nur mit den Erstentwicklungen, dann mit den zweiten Stufen, dann mal mit den dritten Stufen. So habe ich einmal auch ein Team genommen, was komplett nur aus Pikachu bestanden hat. Habe einfach mit 3 Pikachu gegen ihn gekämpft. Oder dann halt mal eins, was aus Taubsi, Glumanda, Bisasam bestanden hat. Bis man dann zur dritten Stufe gekommen ist, wo man dann halt vielleicht Glurak, Turtok und Taubos genommen hat. So.
So hat man so viele Spielereien, die man machen kann. Kann einfach sagen, nee, heute nehmen wir nur das und heute nehmen wir nur das. Und man setzt sich selber Regeln. Da hat es dann wieder seinen Reiz, wie ich finde. Da macht es auch Spaß und da sind der Kreativität ja keine Grenzen gesetzt. Aber dann war ISWO wieder weg. Dann habe ich wieder da gehangen. Dann kam ab und zu mal noch eine Anfrage von Leuten, die gesagt haben, ey, hast du kurz Zeit zu kämpfen? Und es war immer so unpassend. Entweder lag man gerade in der Wanne oder saß gerade auf dem Klo oder man hat schon geschlafen und man konnte einfach nicht. Und es war dann auch so, es hat einfach nicht gepasst. Und es war einfach so, boah, jetzt will der kämpfen und jetzt, ja komm, machst du halt schnell. Und es hat dich trotzdem irgendwo immer aufgehalten und selbst hattest du auch gar keinen Elan oder Bock zu kämpfen. Du wolltest eigentlich gar nicht anderen Leuten Anfragen schicken. Ich habe mich dann meistens gerade so überwunden, mal mein tägliches Training zu machen, dass ich wenigstens gegen den Trainer kämpfe und die Trainingsmedaille Ass-Trainer um 1 steigere, was schon unglaublich war, aber das zieht sich auch so dermaßen, dass ich da auch gar keinen Bock habe, mich jetzt hinzusetzen und am Tag 100 Mal zu trainieren, weil ich die 1000 natürlich noch nicht erreicht habe und vielleicht bei 300 oder so bin. Andere sind da schon längst drüber, die haben damals halt vieles gemacht, was bei mir nicht möglich war. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Mir halt eben nur aufgefallen, der Reiz war sofort wieder weg. Und mittlerweile erwische ich mich dabei, wie ich bestimmt jetzt schon einen Monat lang nicht trainiert habe, wie ich einen Monat lang nicht gekämpft habe, keinen einzigsten Kampf, sonst habe ich mich immer gefreut. Yeah, Sinostein, richtig gute Sache, kann ich wieder mal was entwickeln. Habe ja dann auch immer einmal pro Woche versucht, so ein Video rauszuhauen, wenn der Feldforschungsdurchbruch da war, dass man eben gleich geguckt hat, welches Legendäre, wow, guck dir die Hand an, Junge, welches Legendäre da drin war im Feldforschungsdurchbruch und danach eben noch eine neue Gen 4 Entwicklung mit ins Video genommen. Dazu benötigt man ja den Sinostein. Aber mittlerweile habe ich immer noch 6-7 Stück im Beutel rumliegen und weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich damit machen soll. Also hat man aufgehört, PvP zu spielen irgendwie. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist komplett einfach tote Hose. Es schickt keiner mehr Anfragen. Ich schicke keine Anfragen. Es fragt einfach keiner, es interessiert keinen. Die Leute battlen sich mit ihren zweiten Accounts wahrscheinlich hin und her. Selbst dafür bin ich zu faul und selbst da fehlt mir der Anreiz irgendwo, obwohl ich ja trotzdem die Medaillen mal auf Gold machen möchte. Aber wie sieht das bei euch aus? Spielt ihr noch PvP? Reizt euch PvP? Und wie spielt ihr? Was habt ihr so für Regeln? Wie laufen eure Kämpfe so ab? Oder ist euch PvP auch komplett egal? Denn das war das große Thema, was eingeführt wurde, was mittlerweile niemanden mehr interessiert. Könnte man denken, so sieht es bei uns auf jeden Fall aus. Und wo der Reiz trotzdem schnell wieder verflogen war und man einfach dachte, okay, jetzt muss ich nicht nur mein tägliches Pokémon fangen und meinen täglichen Stop drehen und meine tägliche Aufgabe machen, um meinen Stempel abzuholen. Jetzt muss ich auch täglich noch trainieren einmal und täglich meine 3 Kämpfe machen für die Belohnungen. Und dann hat man eigentlich viel zu tun. Ich wollte mal auf nichts verzichten. Aber beim PvP, das ist das Erste, wo ich momentan einfach Abstriche mache und machen kann, wo ich trotzdem einfach keinen Elan habe. Jetzt kommt bald natürlich der Community Day mit Quieke. Und da haben sie ja angekündigt natürlich, dass ihr garantiert 5 Sinosteine bekommt. Und dass ihr also 5-mal kämpfen könnt, um 5 Belohnungen zu bekommen an dem ganzen Wochenende, Samstag, Sonntag. Am Samstag garantiert, dass ihr bei 5 Kämpfen 5 Steine bekommt. Am Sonntag kriegt ihr auch 5 Belohnungen, die dann wieder random sind. Und ihr auch 3-mal trainieren könnt, also 3 Belohnungen beim Trainieren erhaltet anstatt eine. Das ist für mich okay, das ist ein Anreiz, sowas Besonderes. Da werde ich natürlich an dem Samstag frühst vor dem Community Day schnell meine 5 Kämpfe machen, um noch die 5 Steine mitzunehmen, damit ich auch wirklich 6 Mammutel entwickeln kann. Das war mein Ziel. Mammutel? Auf jeden Fall. Sonst wären die ja dann alle weg und ich kann keine Gen 4 mehr entwickeln in meinen täglichen, wöchentlichen Sendungen. Das ist ein Anreiz natürlich, da würde ich mal kämpfen, aber ja, davon abgesehen, es ist die Luft einfach raus, man muss es so sagen. Und deshalb nochmal die Frage an euch, wie findet ihr PvP? Kämpft ihr noch regelmäßig? Ist die Luft raus? Seid ihr noch gehypt? Wie findet das statt? Spielt ihr das aus der Ferne mit euren Freunden? Macht ihr Turniere? Das ist ja auch ein Thema. Es sollte ein riesengroßes Turnier angesetzt werden von The Silph Road, was auch abgesagt wurde, weil eben kein Interesse da war. Es waren nicht genügend Leute da, die da mitmachen wollten und
ja, dann findet es eben nicht statt. Und das sagt ja eigentlich schon alles. PvP, Hype, Tod, erneuter Hype, wieder Tod. Also ein Auf und Ab in der PvP-Szene. Das war es aber von mir. Ich hoffe, ich habe hier noch ein paar Szenen mal eingeblendet vom PvP im Hintergrund oder vom Trainieren. Und ja, schreibt wie gesagt eure Meinung mal rein, das würde mich mal brennend interessieren. Und schickt mir nicht immer Freundschaftsanfragen, ich kann die nicht annehmen, ich habe doch schon die 200 voll. Leider dauert es so lange mit dem Aufsteigen, sonst würde ich die besten Freunde alle rausknallen, damit ich wieder neue Freunde ansammeln kann. Aber gut, es kommt sicherlich mit der Zeit. Und das war's von mir. 10:26, kann ich schön Werbung einblenden, Bruder. Nein, darauf kommt es ja nicht an. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.